Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spontanen Let's Play mit Heinz. Heute bin ich ganz alleine, denn Fred hat ja jetzt einen Vollzeitjob und dadurch keine Zeit mehr mit mir zu spielen. Deshalb darf ich mich jetzt hier ganz alleine gruseln. Ja, ich spiele Slender. Und ja, das Tolle dabei ist, ich habe es gerade erst runtergeladen und installiert, beziehungsweise man muss es gar nicht installieren, nur entpacken. Also runtergeladen und entpackt und dann habe ich mir gedacht, ich schmeiß mal die Aufnahme an und lasse euch dran teilhaben, wie ich zum ersten Mal Slender spiele. Also dann, hau noch mal rein. Okay. Ah ja. Da sind wir doch. 8 Seiten sammeln. Gut. So viel weiß ich auch noch über dieses Spiel. Okay, man bewegt sich extrem langsam. Das ist schon mal ein Nachteil. Gut, schneller laufen geht auch. Alles klar, was kann ich noch? Ah, Licht aus. Und ah, man kann natürlich noch zoomen. Okay. Ja, so viel weiß ich über Slender, dass ich 8 Seiten sammeln muss. Ich weiß auch ungefähr, wo sich die verstecken. Und ich weiß, vor wem ich weglaufe. Wie gesagt, ich selbst habe es noch nie gespielt. Da haben wir doch schon die erste. Haben. Wie geht das? Haben? Ah. Yeah. Joa. Ich würde einfach mal sagen, laufen wir mal den Weg lang. Beziehungsweise ich laufe den Weg lang. Oh, da vorne ist das Auto. Nee, der Truck. Beziehungsweise, ja. Lastkraftwagen. Ja, was kann ich euch denn erzählen, während ich hier so alleine durch die Gegend laufe? Ist hier nichts. Das ist eigentlich, ja, mein erstes Horrorspiel seit Dead Space. Dead Space 1 sogar. Also das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin auch eher so einer. Horrorfilme gucke ich auch nicht so wirklich. Das geht gar nicht so an mich ran. Nur das Spiel wird von vielen Leuten als ziemlich krass beschrieben. Also probiere ich das jetzt einfach mal aus. Oh, das ist mir echt viel zu lahm. Das geht ja gar nicht. Da bin ich ja Stunden unterwegs, bis ich hier mal irgendwas finde. Der Hebel nervt auch. Okay. Ich kann euch natürlich auch sagen, der Fred, der Gute, der hat gar keinen Bock auf das Spiel. Der gruselt sich so leicht und hat so keinen Bock darauf, sich zu gruseln. Hä? Bin ich schon wieder da? Nee. Und der hat keine Lust, das mit mir aufzunehmen. Ich habe ihm auch gesagt, komm, wir spielen uns mal zu zweit und filmen uns dabei. Nein, nein. Er möchte nicht. Also gut. Dann deshalb sitze ich jetzt hier auch alleine. Dann spiele ich es alleine, habe alleine meinen Spaß. Ich werde mich bestimmt auch erschrecken, wenn ich so knallhart. Aber ich kann da dann auch eher drüber lachen. Kriegt da keine Albträume von, wie gewisse andere Leute, mit denen ich Let's Plays mache. Oh, oh. Das war doch schon mal das Zeichen. Wo steht er?
Okay. Also, er ist schon mal da, der gute... Slender Rino. Alter! Läuft einfach hinter mir her, kann das sein? Das Bild fängt dann an zu, Nee. Also, wir kriegen Streifen ins Bild. Dann weiß man schon, er ist da. Das heißt, rennen, was in dem Spiel ungefähr die Half-Life-Engine-Schrittgeschwindigkeit ist. So schnell bewegt sich Gordon Freeman. Ich würde sagen, wenn er normal geht. Er ist schon wieder da. Alter, ich will doch da in die Richtung. Wo ist er denn? Alter! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wo ist er denn? Ich habe schon die Befürchtung, dass wenn ich hier wirklich mal zucken muss, fliegt mir einfach mal schön das Mikro weg. Weil ich habe ja diese tolle Tischmikrofonkonstruktion, wo es einfach hier auf meinem Laborbuch steht. Und auf meinen Beinen, wie so ein Laptop. So, gehen wir mal hier rein. Ey, beweg dich mal schneller. Nee, das kann doch gar nicht sein, ey. So langsam. Das ist doch auch schon so ein... Na toll. So ein Faktor, dass man einfach nicht schnell genug wegrennen kann. Ja? Jetzt bei Half-Life zum Beispiel, Half-Life 2, da rennt man einfach vor den Zombies weg. Da ist man schneller. Vor den meisten. Es gibt natürlich auch die... Diese Gift-Zombies. Die sind relativ schnell, aber auch laut. Die hört man kommen. Den guten Maskenmann hier. Oder den Mann ohne Gesicht. Den... sieht man nicht kommen. Jetzt geht's hier ja schon wieder raus. Hallo? Alter. Nein, 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 nein. Ah! Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht! Ah! Ich bin blind. Blind. Renn ich ins Verderben. Nee, doch nicht. Ha! Arsch. Ja! Ich hab dich gesehen, du Sack. Alles klar. Komm mal her. Nein? Es wäre jetzt einfach cool, wenn er hier so hinter der Ecke stehen würde. So vollkommen, unlogisch, dass er so viel schneller einfach sich ums Gebäude morphen kann als ich. Wo ist der denn? Der kann ja eigentlich... Der kann ja eigentlich nur hier sein. Da ist er doch. Das sag ich doch. Wie viele Seiten haben wir noch? Eine. Ah. Zwei. So, das heißt, dann ist hier wahrscheinlich keine mehr. Ah! Du Sack. Mieser Penner. Okay, das war meine erste Runde Slender. Zwei Seiten von acht. Ich habe mich zweimal erschreckt. Kommt gut. Machen wir direkt weiter.